Servus, ich bin der Ulla aus Christoph. Ich bin Wirtschafter am Feinberger Rum am Milchzingbetrieb. Also ich stehe um 6 Uhr auf. Nachher beginne ich das Milchzeug herrichten zum Melken. Nachher beginne ich mit der ersten Partie zum Melken. Nachher dauert es ca. eine Stunde, bis das fertig gemolken ist. Also ich habe einen 12er Melkstand, da kommen 12 Ziegen auf. Nachher werden die Kängen angeschlossen, bis eben die letzte Milch raus ist. Und nachher werden sie wieder hoch. Zwischendurch gebe ich ihnen heim. Das Kraftfutter bekommen sie auf dem Melkstand oben. Und nachher gehe ich eigentlich eine Runde schauen und die Jungziegen futtern. Also die Jungziegen sind alle eigentlich von mir selber. Also da wird nichts zugekauft. Und ein paar Stück muss ich verkaufen und ein paar kommen, brauche ich jedes Jahr, dass sie wieder nachkommen. Also zurzeit habe ich 70 Milchziegen und ungefähr 50 Jungtiere. Ja, also die Klauenpflege ist sehr wichtig, weil die Klaue trägt die Milch. Und deswegen muss man da, ja, immer wieder schauen. Also 3 bis 4 Mal im Jahr wird jede ausgeschnitten und eben ein paar Stück jeden Tag. Nachher fällt es nicht so ans Gewicht. Und nachher dürfen sie raus ins Freie. Dort dürfen sie das ganze Jahr, also 365 Tage, dürfen sie raus. Und sobald die Vegetationszeit zulässt, dürfen sie auch als gross raus. Der Arbeitsaufwand ist eigentlich, durch das, dass es ein Neubau ist, eigentlich sehr zeitlich begrenzt. Durch das, dass es einfach alles so mechanisiert ist. Aber vom Füttern her und so sind die Ziegen sicher sensibler als die Kühe. Also die Gasmilch ist sehr gesund, durch das, dass sie leichter verdauliche Fette hat als die Kuhmilch und hohe, also gute Eiweiße. Und die Milch wird 2-mal die Woche geht die nach Meierhofen in die Erlebnissenderei. Und hier wird nachher Trinkmilch, Joghurt und Hartkäse gemacht. Ja, wir haben Urlaub am Bauernhof und das haben wir uns eigentlich entschlossen, damit wir eben die Landwirtschaft die Gäste ein bisschen näher bringt. Dass es irgendwie so ein Tagesablauf eben ist beim Bauernhof.